Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Ganz klar, heute haben wir ein Thema, das einen ehemaligen Justizminister von der Schweiz natürlich interessiert, den Fall FIFA. Gehen wir aber noch auf ein Thema, auch das in den Schlagzeilen war. Roger Köppel, Rang 17, gestern Abend hat die Parteiversammlung, ist das, glaube ich, debattiert. Es hat keine Verschiebung gegeben. Nein. Das ist eine ausgewogene Liste, das ist eine lange Diskussion. Man muss sehen, die SVP tut sehr demokratisch das bestimmen. Bezirke kommen noch Wähleranteil, können sie Leute stellen, Kandidaten, die werden ausgelesen und in den Bezirksversammlungen nominiert auf Zürich und dann wird die Liste gemacht und da hat man gewisse Grundsätze. Weil Grundsätze sind auch genehmigt. Also erstens einmal, grundsätzlich müssen die bisherigen zuoberst auf die Liste gemäss ihrer Stimmenzahl, die sie erreicht haben. Also der das letzte Jahr am meisten erreicht hat, das ist jetzt hier Frau Rickli, die kommt aufs Eis, dann der Mörgel ist zwei, weil der am zweitmeisten und so weiter. Und wenn einer über 65 ist oder über 65 wird in der Amtstour, dann braucht er ein Zweidrittels mehr im Vorstand. Das ist jetzt hier der Nationalrat Hans Fehr, der ist jetzt über 65, das ist der einzige. Und der hat im Vorstand jetzt 2/3 erreicht. Und dann kann aber der Kanton auch noch andere Kandidaten holen. Weil man muss ja schauen, dass wir gute Kandidaten haben, die vielleicht Bezirke lieber sind und so. Und einer von denen ist jetzt zum Beispiel der Köppel. Und der zweite ist, das ist der Ständeratskandidat, der Herr Vogt, der Delegierte bestimmt hat als Ständeratskandidat. Also der muss... Die kommen den Vorzugsplatz über. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie. An sich, objektiv betrachtet, hätte man den Köppel auf den ersten Platz tun. Aber das war ja eigentlich Ihre Idee. Ja. War, nicht wegen mehr Köppel, sondern der bringt einen Haufen Freunde in Liste. Nur einen Haufen Freunde, die ihn wählen. Ich meine, der wird, man rechnet damit, dass er gewählt wird, auch gleichgültig auf welchem Platz das er ist, weil er einfach so einen eine Person ist, die so über die Partei aus bekannt und grosse Anhänger hat. Aber jetzt muss man noch schauen, dass er die Liste 1 bringt. Man muss also wählt Köppel mit Liste 1. Sonst, und dann hat die Partei eine Chance, einen 12. Sitz zu holen, also einen zusätzlich. Jetzt, wenn man das macht, dann sagen die anderen, ja, aber also man muss ihm schon einen Vorzugsplatz geben, aber nicht gerade auf den Platz 1. Und da hat sich der Vorstand einstimmig entschieden, gesagt, gewählt wird der eine Weg, wir tun ihn auf 17. Das ist weit vorne. Bei 35 ist das für einen ganz neuen Kandidat weit vorne. Tun wir den dort hin und sind alle einverstanden. Und jetzt muss eine Partei schauen, wenn er das kann bekannt machen, der Köppel ist dann auf der Liste 1 und wer Köppel wählt, eben, es ist dann gleich noch tricky, oder? Also, wenn man jetzt sagt, SVP hat 11 oder 12 Sitz, dann muss er ja gleich einmal in das 12er Gremium vorstossen, ja, ja, oder? Natürlich, ja. Ja gut, das ist natürlich hin. Ich meine, das gibt es ja immer, dass einer, der weiter hinten ist, solche Sprünge macht. Das sind ein paar tausend Stimmen. Aber das nützt der Partei noch nichts. Wir müssen ja schauen, dass wir viel Mandat machen. Weil das ist jetzt ganz wichtig in Bern. Man muss mal schauen, wir sind in einem desolaten Zustand. Man muss mal schauen, was da im Asylbereich passiert. Von so Maruga erklärt am welchen Fernsehen, wer in die Schweiz kommt und wo da bleiben und da Schutz suchen, der wird aufgenommen. Das ist ja absolut rechtswidrig. Wir nehmen nur auf, wer an Leib und Leben verfolgt wird. Außer die von der FIFA. Ja, gut, also jetzt, das ist ein Teil, Masseneinwanderung, da passiert kein Buchstabe. Und jetzt geht von Sommaruga auf Brüssel und sagt, hört, wir machen Kontingent und Inländervorrang, aber nur für die, die außerhalb der EU sind. Für euch machen wir es zwar auch, aber nur, wenn ihr einverstanden sind. Ich meine, das ist ja... Also, dass man überhaupt in der schweizerischen Presse das abschreibt, ohne Kritik, kann man ja nicht verstehen. Und da muss endlich etwas passieren in der Einwanderung, in der Asylpolitik. Aber
Es ist ja immer, wenn sie die Führung einmal nicht klappen, klappen sie überall nicht. Jetzt müssen wir schauen, was die der Europäischen Union nachgeben. Jetzt ist der Informationsaustausch, das wird die EU, nicht wir. Die Banken alle Informationen, die sie haben, für die EU-Bürger weitergeben. Jetzt kann man das grundsätzlich nicht mehr gegen das sein. Ich finde es zwar grundsätzlich falsch, aber die OECD, das ist noch ein grösserer Kreis, hat es das beschlossen. Aber jetzt zieht man das vor mit der EU, ohne eine Gegenleistung überzukommen. Die ausländischen Banken können in der Schweiz da Bankkunden bearbeiten, wie sie wollen. Aber die Schweizer Banken nicht. Also bei Abteilung von der einheimischen Banken. Da wird es nicht unterschrieben, wenn er das nicht kennt. Zweitens, die EU hat ja gesagt, man macht keine bilateralen Verträge mehr. Also müssen wir sagen, hören, das ist ja ein bilateraler Vertrag. Den machen wir jetzt nicht, bis ihr nachgeht dort, wo wir etwas wollen, nämlich bei der Personenfreizügigkeit. Das ist internationale Verantwortung. Und jetzt muss sich ein Gegengewicht passieren in Bern. Und da ist die SVP die Einzige, die konsequent dagegen ist. Jetzt hat die FDP auch noch einen Vorschlag gemacht, Masseneinwanderung. Es gibt ja auch noch mal eine zweite Initiative. Das ist der lustigste Vorschlag, der gesagt hat, ja, wir sind schon für Kontingent, aber wenn die EU nicht will, machen wir einfach noch mal eine Abstimmung. Da meinen sie natürlich etwas anderes. Ich sage es nicht ehrlich. Die Abstimmung heisst institutionelle Bindung. Ein Grundsatzvertrag. In allen Sachen, die wir Verträge miteinander haben, übernehmen wir automatisch das EU-Recht und akzeptieren den Gerichtshof. Und dann ist natürlich der Artikel, den wir beschlossen haben, das letzte Jahr, hinfällig. Und wollen die Freisinnigen, ohne das zu sagen. Bis zu den Wahlen wird jetzt geschwindelt, werden keine Positionen genommen. Sie diskutieren auch nicht über diese Probleme. Es hat ja grosse Vereinigungen gegeben, die gesagt haben, da 100 Persönlichkeiten. Wir wollen endlich, dass über das Verhältnis Schweiz-EU diskutiert wird. Das war letztes Jahr, glaube ich, im November oder im Oktober, wo sie das bekannt gegeben haben. Jetzt ist es Mai. Wir haben ihnen sofort geschrieben. Wir sagen sehr der Meinung, dass wir das diskutieren. Wir können ihn einladen für ein öffentliches Gespräch. Meinen Sie, wir bringen das an? Jetzt aber wir immer diskutieren, wie man das machen soll, aber statt es endlich einmal machen. Jetzt ist ja gleich noch interessant. Es hat mal vor, sage ich mal, 2-3 Monaten gleich eine gewisse Annäherung gegeben zwischen der FDP und der SVP. Das durch ist irgendwie zerschnitten, hat man die Eindruck, oder? Ja, zerschnitten. Es ist einfach, dort ist es um Listenverbindungen gegangen. Weil wir haben doch gesagt, wenn wir Listenverbindungen machen, heisst das, die vorigen Stimmen, die wir haben können, an anderen. Wenn die Freisinnigen vorige haben, an uns, wenn wir vorige haben, an sie. Wenn wir das nicht machen, fallen die Stimmen ins Leere und die kommen nachher natürlich den Linken zugute. Das haben wir vor 4 Jahren gehabt. 6 Mandate mit Sicherheit haben wir verloren, also die FDP und die SVP. Man meint den Ort vielleicht den SVP, das ist ja gleich wert. Aber das sind 12 Stimmen Differenz beim Abstimmen. Wenn 6 Linke dafür sind und es fehlen uns 6 auf der anderen Seite, gibt es 12 Differenz. Das sollte man nicht mehr machen. Und da war auch die Spitze sehr der Meinung, jetzt müssen wir endlich eine bürgerliche Mehrheit wieder anbringen in Bern. Aber es ist alles auseinandergefallen, die Freisinnigen. Also im Kanton Zürich wie eine Sekte. Nein, mit denen gehen wir nicht. Ja, und da haben wir Differenzen. Das ist ja klar, dass wir Differenzen haben. Wir sind ja 2 Parteien. Aber die können sich nicht entscheiden, sollen die faulen Stimmen oder die übrigen Stimmen der Linken gehören oder der SVP. Und jetzt haben sie sich für die linken Stimmen entschieden. Also, Themawechsel. Ein Thema hat dominiert die ganze Woche. Ist nicht Ihr Kernthema, der Fußball. Aber wie haben Sie jetzt das Ganze erlebt, als ehemaliger Justizdirektor? Der Fall von der FIFA, das ist ja gleich ein außergewöhnlicher Fall, die Verhaftung von diesen 7 Funktionären. Ja, ich habe ja dort das eigene Justiz- und Polizeidepartement gehabt. Und dort ist ja drin ist ja das Bundesamt für Justiz, das zuständig sind für die Begehren, von Rechtshilfebegehren, sagt man dem, von anderen Staaten. Das heisst, wenn ein Staat zur Überzeugung kommt, dass eine Person, die bei uns ist, ein Krimineller ist, ein Verbrechen begangen hat, also ein Verbrechen, das in diesem Staat als Verbrechen gilt und für uns als Verbrechen gilt,
Nur in so einem Fall, dem sagt man die doppelte Strafbarkeit, dann kann es ein Auslieferungsbegehren stellen. Und ein Begehren stellen, dass man den betreffend ausliefert zur Strafverfolgung. Muss es dann nachweisen, der Staat? Ja, er muss es begründen. Er hat ja noch kein Gerichtsurteil. Er wollte ja damit er das Gerichtsurteil anstrengen, oder? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit stellt man Anforderungen? Ich bin immer der Meinung, und auch heute noch, es müssen sehr strenge Kriterien da vorliegen, dass man das macht. Weil, wenn man da leichtfertig einfach so eine ausländische Staatsanwaltschaft sagt, wir haben da Indizien, also jetzt da bei den FIFA-Funktionären heisst 47 Straftatbestände werden denen vorgeworfen. Man muss schauen, ob bei jedem Einzelnen der schon begründet ist. Dann muss man aufpassen, sonst tut man einfach leichtfertig Leute ausliefern, oder? Und solche Fälle haben wir ja gehabt. Und jetzt zu dem FIFA-Fall. Ich bin also kein Fußballfan, gar nicht. Also Fan. Ich habe nichts gegen den Fußball, aber meine, die Vergötterung von dieser Fußballgeschichte als der edle Sport und Körperbetüchtigung, die habe ich nie so mitgemacht. Weil, aber als Kind nicht, oder? Wie? Aber als Kind nicht, oder? Nein, aber ich finde gut, wenn die Leute shooten und Sport betreiben, aber man hat ja das aus dem. Das ist ein grosses Weltunternehmen, von grösster wirtschaftlicher Aktivität mit Umsatz und Gründen und so weiter. Aber immer unter einem Schutzglocken von einem Verein, oder? Also, ein Verein hat ja nie die ideellen Zweck und das sagen sie, das haben sie auch. Aber das Durchführen von diesen grossen Matches ist also ja nicht nur ideell. Und die machen ja sicher auch Gewinn. Aber man weiß es ja nicht so genau. Und jetzt, dass in so grossen Weltorganisationen, wo so Spiele vergeben werden, wo eben sehr lukrativ ist, das ist sicher korruptionsanfällig. Also da gibt es nichts zu wollen. Das gilt aber nicht nur für die FIFA. Alles da in den internationalen Organisationen, die sind korruptionsanfällig. Und jetzt haben die Amerikaner verfolgt, also die Funktionäre von dem Fußball. Das ist natürlich attraktiv, 20 Monate vor der Wahl, weil Obama will sagen, oder Demokraten, wir gehen gegen Korruption vor, wir sind da. Oder das ist moralisch und gesellschaftlich und ethisch, ist das etwas Schönes. Und ich staune, wie jetzt da alles gesagt wird, die sind korrupt, das ist ja keiner verurteilt. Und jetzt haben die Amerikaner zugeschlagen. Meines Erachtens ist das kein Zufall, warum das vorgestern passiert ist. Weil die Betreffenden, die sie verfolgen wollen, sind alle in der Schweiz. Aber das heisst auch, wir machen jetzt den Abend für die Amerikaner. Aber jetzt umgekehrt mal gefragt, gesetz der Fall, die Schweden hätten jetzt so einen Antrag gestellt? Oder Norwegen? Oder Fidschi-Inseln? Ja. Hätte es denn auch so eine Auslieferung gegeben? Kann ich nicht sagen in der Praxis. Die Gefahr ist natürlich immer gross, dass so ein grosser Staat wie Amerika mit so viel Macht, dass der grösseres Gewicht hat in diesen Strafverfolgungsbehörden. Die arbeiten ja auch näher zusammen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass wir die Schweden gleich behandeln, die Rechtsbegehren von allen Ländern gleich. Aber jetzt muss man natürlich auch die amerikanische Strafverfolgung ein bisschen anschauen. Also da weiss man, dass man so schnell verurteilt ist, bevor man vor dem Richter ist. Das haben wir ja in diesen Banksachen erlebt. Einer hat es ja durchgestanden. Der Raoul Weil, der ist also lange in der Untersuchungshaft gewesen. Ja. Und da hat natürlich Amerika gesagt, das ist ein Gangster, das ist ein Krimineller. Und der ist in allem freigesprochen worden. Weil man muss aufpassen, das sind Vorwürfe. Und das sind nicht Gerichtsurteile. Ich hoffe nur, dass dann an denen, also wenn dann da nichts dran ist bei denen, dann müssen ja die rausgelassen werden. Und jetzt kommt noch etwas anderes. Wenn man natürlich wartet, bis in der Schweiz ein Kongress ist, damit ein Staat seine Leute rausholen kann, die nicht verurteilt sind, was immer sagen die, dann wissen wir nicht, ob die schuldig sind oder nicht. Und auch nicht Amerikaner sind, muss man auch sagen. Ja, nicht einmal Amerikaner sind, oder? Also, das ist ja unglaublich. Weil ich nehme an, die Länder wehren sich dann auch noch. Weil die sagen, wir wollen den. Wir können ja die auch
aburteilen und so weiter. Da gibt es noch eine lange Geschichte. Ihr könnt ja auch noch vor das Bundesstrafgericht und vielleicht sogar noch vor das Bundesgericht. Und da muss man jetzt aufpassen mit der Schweiz. Wenn wir natürlich die Schweiz einen Ruf bekommen auf der Welt, wenn du einen Kongress machst in der Schweiz, musst du aufpassen, dass nicht die amerikanische Justiz mit irgendeinem Vorwurf kommt. Im Steuerrecht sehen wir ja, wie schnell dass die also, weiß ja nie, würde ich von denen auch verfolgt, weil ich mit deinem ein Produkt verkauft habe, das Steuer hinterzogen hat. Irgend so etwas Keibs. Und dann, weil in der Schweiz die beieinander sind, bei einem Kongress, die Schweizer helfen mir schon und kacheln die ein. Da muss man sehr aufpassen, weil das schadet uns natürlich. Die Schweiz muss ja auch ein Sicherheitsort sein, nicht für Kriminelle, aber auch ein Sicherheitsort sein für diejenigen, wo nur der Kriminalität verdächtigt werden. Und da habe ich Angst, weil wir ja im Bund leichtfertig bei allem anderen gegenüber sind. Muss denn jetzt bei dieser Aktion, wo da die Polizei ausgeguckt ist, eben da am Morgen früh, muss denn da der Bundesrat Einverständnis geben? Nein, der Zuständige oder der Bundesstaatsanwalt? Aber es ist ja so, als das Bundesamt für Justiz entscheidet. Mit der Staatsanwaltschaft ist es, mit der Bundesanwalt ist es anders. Also dort, von meiner Zeit bin ich orientiert worden. Jetzt ist ja die Bundesanwaltschaft quasi unabhängig mit einem Gremium. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt geregelt haben. Im Kanton Zürich besteht etwas ganz Komisches. Dort muss ja der Staatsanwalt beim zuständigen Regierungsrat eine Bewilligung holen, zum einen verfolgen. Also, das ist natürlich an sich unhaltbar, dass sich die Regierung da drin nie mischt. Aber es ist ja so. Jetzt, ich weiß nicht, wie sie es jetzt geregelt haben. Ich nehme an, die haben niemandem etwas gesagt. Oder eben orientiert einen Tag oder zwei voran. Also sie werden dann und dann zuschlagen. Und ich weiß noch mal, bin ich da orientiert worden von der Bundesanwaltschaft. Morgen um 4 Uhr werden wir bei den Hells Angels Fall auffahren mit 300 Polizisten. Da habe ich gesagt, ja, sind denn die so kriminell? Was ist denn da los? Ja, die sind im Lachshandel, die haben den ganzen Lachshandel. Da habe ich gesagt, ja, ist das verboten? Ja, wissen Sie das nicht? Ich sage, oh, da muss ich aufpassen, komme immer an der Weihnacht den Lachs rüber. Und dann sind die eingefahren mit einem riesigen Ding und ist am Schluss praktisch nichts rausgeschaut. Also, ich glaube, ein paar haben da Haschisch gebraucht oder Wachheibs am Schluss. Aber man sieht, wie man eben muss aufpassen muss. Und die Amerikaner sind in dem natürlich noch viel, viel härter. Und die sagen auch gerade sofort, als Justizminister hat ja gesagt, die Kriminellen, die sind für sie schon verurteilt. Ist denn so, dass auch Schweizer amerikanische Polizisten in der Schweiz untersuchen oder tätig sind? Wenn man jetzt die Aktion ein bisschen angeschaut hat, haben wir ja ein bisschen den Eindruck gehabt, das ist ja nicht die gemütliche Schweizer Polizei, das ist ja ein bisschen amerikanisch drin. Also an sich ist das verboten, dass eine Freundin Strafverfolgungsbehörde tätig ist in einem anderen Land. Aber man kann natürlich Verträge machen mit denen, dass die und die Leute sind, aber die unterstehen nachher der schweizerischen Bundesanwaltschaft. Die dürfen nicht eigenständig handeln. Wobei, da muss man die Amerikaner gut im Griff haben. Ich habe das gesehen bei der Terrorverdächtigung, die hätte. Die wollen eigenmächtig Hausdurchsuchungen durchführen und so weiter. Also in der Schweiz? In der Schweiz. Und dann hat man das müssen verbieten. Und ich habe dort mal mit dem amerikanischen Justizminister gesagt, das lassen wir nicht mehr zu. Wenn das einmal passiert, dann müssen die heim. Und da hat er ziemlich lange gebraucht, um den zu überzeugen. Der hat gemeint, ich sage, typisch, ja, sind sie auf der Seite der Terroristen. Selber Terroristen. Nein, aber wir sind für die staatliche Hoheit. Jetzt da ist ja ein bisschen verdächtig, wenn das stimmt, was man gelesen hat, dass da, wo der New York Times bei dieser Verhaftung fotografiert und gefilmt worden ist, wieso sind die da gewesen? Also Amerika hat das installiert und hat gewusst, um die und die Zeit stellen wir zu. Wahrscheinlich haben die schweizerischen Behörden das gesagt, weil es Koordination gebraucht hat und so. Und das ist also. Aber das ist amerikanisch. Müssen Sie mal denken, wie hat er geheissen? Polanski? Ja, aber nein, wo da der Franzose
Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Den haben sie zum Flugzeug ausgeholt, aufgrund von einer Aussage von einer Hotelangestellten. Und haben den gerade am Fernsehen vorgeführt, gefesselt, wie der in die Untersuchung geht. Ich weiß nicht, was am Schluss rausgekommen ist. Wahrscheinlich irgendein Vergleich oder etwas. Amerika hat eben ein anderes Rechtsverständnis als wir. Ich kann nicht sagen, es ist kein Rechtsstaat. Für mich ist es kein Rechtsstaat. Weil das wird so viel gemacht und eben so schnell einer. Also die Polizei hat eine unglaublich grosse Macht, viel grösser als bei uns, wo man sich fast nicht wehren kann. Also wenn einer einen Bus überkommt und er kann es nicht gerade zahlen, nimmt er den auf den Posten, kachelt ihn ein und sagt, sie bleiben da, bis einer kommt und das zahlen. Oder? Das sind für uns nicht Sachen, die bei uns nie gingen. Und zweitens, ebenso die starke Verurteilung aufgrund von einer Nachlage. Und das haben wir ja jetzt erlebt in der ganzen Bankengeschichte. Und dann kommt noch dazu, dass man am Schluss, damit man möglichst gut wegkommt, muss noch etwas zugeben, was du gar nicht gemacht hast. Also sie sagen, los, wenn sie jetzt noch zugeben, dass sie das gemacht haben, dann können sie einen Buß zahlen von 2 Millionen. Und sonst ziehen wir es weiter ans Gericht. Und dann zahlen, das sind ja Gerichtskosten 10 Millionen. So nichts Zeug. Und dann sage ich, ja, nein, also, ja gut, dann sage ich halt, ich habe es gemacht, auch wenn ich es gar nicht gemacht habe. Und das sind gefährliche Sachen. Und das sollten wir als Kleinstaat nicht mitmachen, weil der Kleinstaat hat nur das Recht, der Grosse hat natürlich Macht. Oder? Da vergisst man immer, die haben Macht. Die halten sich nicht so als Recht, vor allem nicht gegenüber anderen Staaten. Und das sehen wir ja jetzt in der Bankengeschichte. Wir unterschreiben hier allgemeinen Informationsaustausch. Die Amerikaner sagen, wir halten doch uns nicht an das. Fertig. Ja, da können wir nichts machen. Das ist Delaware. Das ist ein Gliedstaat. Da haben wir gar keine Möglichkeit. Oder? Das sind Sachen, wo ich Angst habe, dass wir das Recht verlassen. Und da muss man auch hart auftreten gegenüber anderen Staaten. Und auch die Amerikaner begreifen das, aber man muss wahnsinnig mit Nachdruck verlangen. Jetzt ist ja der Sepp Blatter, der berühmteste Schweizer nebenhin. Was sagen Sie eigentlich zu ihm? Bin ich auch pro Option. Nein, nicht gesagt. Ja. Nein, ich habe gesagt. Ja, der Sepp Blatter ist der Präsident. Der wird auch wissen, dass da nicht alles super ist. Ja, ja, aber ich meine, wenn wir doch ehrlich sind, wir leben ja alle in einer Welt, wo natürlich ein Haufen sagen, das sei tipptopp und so weiter und ist es nicht. Und das weiss man auch. Je mehr man etwas idealisiert, desto besser kann man darunter Dreck machen. Ich habe immer gesagt, früher, eine Firma muss eine Sozialbilanz machen. So zum Gut dastehen in der Öffentlichkeit, da stimmt etwas nicht. Ein gutes Unternehmen braucht doch keine Sozialbilanz. Oder wenn man umweltschutzmässig, keine reine Weste, ich muss ein Buch schreiben, wie du für den Umweltschutz bist und wie das wichtig ist und wie die Industrie. Das ist ja klar, das weiss man natürlich aus der katholischen Kirche, dass natürlich da in diesen sauberen, dass da, die sind auch höchst korruptionsgefährdet. Und jetzt der Sepp Blatter ist Vorsitz von dem und er stellt sich der Wahl und das, alle sagen es ja. Sie sagen sehr gegen Korruption. Und haben da gestern sofort gesagt, ja, nein, wir machen sofort mit. Wir haben auch kein Interesse, dass es da korrupt ist. Wir wissen nicht, wer und was, aber wir sehen es ja dann. Und meistens, das habe ich in anderen Ländern gesehen, die am meisten, in den Staatshandelsländern ist ja Korruption am stärksten, die am meisten gesagt haben, man sollte die Korruption bekämpfen, die sind sicher drin gewesen. Wie hat sich das geäussert? Ja, da ist es aber rausgekommen, oder? Ja, da hat man gesagt, ja, aber der hat sich da dagegen gesehen. Sage ich, ja, das ist eben ein Schutzmantel. Was macht man eigentlich gegen Korruption? Ein Schutz ist, möglichst nicht so grosse Strukturen machen. Dann kannst du es nicht mehr überblicken, weil das ist eine tägliche Kontrolle. Zweitens, man muss natürlich immer schauen, wer wird eigentlich geschädigt? Da bei dieser
bei diesem Fußball, ohne dass ich verstehe. Ich weiss gar nicht recht, wie eigentlich durch Korruption da geschädigt wird. Höchstwahrscheinlich der Staat, der dann die WM nicht überkommt. Ja. Ja. Der wird geschädigt, aber er hat keinen finanziellen Nachteil. Ein Nachteil hat ja der, der sich zahlt, der nimmt Geld, ja, wo ihm nicht gehört. Ja. Also, wem gehört es denn? Da können wir gar nicht sicher sagen, wenn der sagt, los, wenn du für mich stimmst, dann zahlt er 1 Million. Überweist er 1 Million, ja, wenn du stimmst für mich, oder? Wer wird jetzt geschädigt? Also der Staat, der zahlt, oder? Und das System ist eben geschädigt, oder? Weil ja, am Schluss natürlich die FIFA, wie sie natürlich einen Entscheid an einen Ort geht, der nicht nach sachlichen Argumenten ist, sondern aufgrund von monetären Argumenten vom Einzelnen. Also ist sie selber geschädigt, oder? Ja, ja. Also müsste sie ja das grösste Interesse haben. Aber das hängt auch wieder zusammen, weil man sagt, da wird demokratisch entschieden. Die sind hier da und dann haben wir Fachleute und Experten und die haben jetzt entschieden, es geht in der und das Land. Und da ist eben die Illusion, es werde so gerecht entschieden. Das ist wie im Nationalrat, habe ich erlebt, bei der Immunität. Streng nach rechtlichen Richtlinien. Nur politisch wird da entschieden. Nur. Überhaupt nicht rechtlich. Aber man sagt, rechtlich, oder? Nein, wir sind fein. Und das gibt es natürlich auch bei den Gerichten, oder? Mit den Europen und so. Das hat ja alles eine Bedeutung. Sie sollten eigentlich sich nur vom Recht leiten lassen. Und in vielen Staaten, ich meine, das weiß man ja, also in Russland oder jetzt hier in China, wenn man da liest bei den Dingen, ist das nur nach rechtlichen Gesichtspunkten. Auch bei uns wird auch nicht nur nach rechtlichen Gesichtspunkten entschieden. Das Bundesgericht, das heute sagt, ja, wir nehmen das ausländische Recht über die Bundesverfassung, das ist doch nicht nur ein rechtlicher Entscheid, das ist ein politischer. Also, Christoph Blocher, besten Dank. Die FIFA-Geschichte wird uns sicher noch mal beschäftigen. Das war Tele Blocher. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.